Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 3. Ja, wir sind wieder unterwegs mit George Stobbart und wir haben hier das letzte Rätsel gelöst mit diesen Plattformen und Am anderen Ende des Ganges führte ein Weg hinaus, aber vom Fußboden war nicht viel übrig. Okay, also müssen wir hier jetzt irgendwie einen anderen Weg finden, schauen wir mal. Ah, es geht wieder ums Klettern. Versuchen wir es mal hier von der linken Seite aus. Zack. Hier muss ich wahrscheinlich rüberspringen. So. Und was ist das? Okay, das. Ach so, seitlich funktioniert das schon. Einmal hier runter. Zack. Zack. Hier auch. So. Hier scheint es... Oh, was ist das? Die Kristalle im Felsen leuchteten in einem unheimlichen blauen Licht. Der Kristall war mit dem Felsen verwachsen. Man konnte ihn unmöglich herausbrechen. Das würde ich auf keinen Fall tun. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Auch nicht? Der Kristall war mit dem Felsen verwachsen. Man konnte ihn unmöglich herausbrechen. Das war keine besonders gute Idee. Okay. Ich sehe schon, sind das... irgendeine Art von Kisten oder so? Also wir haben auf jeden Fall Quadrate. Was ist das? Auf einem Stalagmiten balancierte eine große Steinplatte. Ich konnte sie nicht bewegen. Da hinten ist ein Ausgang. Also da müssen wir wahrscheinlich über diese Art von Brücke. Und hier? Okay, da geht's nicht lang. Hier wieder so Kristalle. Die Kristalle im Felsen leuchteten in einem unheimlichen blauen Licht. Okay, und hier haben wir auch so einen komischen Stein. Wie kriegen wir den denn da runter? Brauchen wir den überhaupt? Oder ist der zur Verwirrung? Die Frage aller Fragen. Nee, den kriege ich da auch nicht runter. Das ist natürlich doof. Wie sieht hier die Lage aus? Hier haben wir noch zwei wahrscheinlich, die wir bewegen können. Also man kommt hier auf jeden Fall ganz normal hoch. Okay, kann ich einfach rüber? Oh! Au! Oh. Ups, ouch. Das hat bestimmt wehgetan. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich ein Gegengewicht auf der einen Seite schaffen. Und deswegen brauchen wir wahrscheinlich diese Kisten. Wir müssen irgendwie eine Kiste da oben draufstellen, gehe ich mal von aus. Die Frage ist nur, wie. Ich muss jetzt ein bisschen hier rumtüfteln. Ich habe noch keine Vorstellung. Ich teste erstmal aus. Kann man die komplett runterschmeißen? Nee, kann man nicht. Okay, also kann ich nur innerhalb der Plattform das Ding bewegen. Okay. Ich schau mal, wo ich das irgendwie benutzen kann. Weil wir haben ja diese eine Kiste ganz links, ne? Ich habe das Gefühl, hier muss man irgendwo ansetzen. Also diese Kiste da hinten. Aber ich glaube, da wird man zwei brauchen, um oben anzukommen. Also eine von unten und dann nochmal eine höher. Damit wir die von oben irgendwie verschieben können, oder? Okay. Weil das Ding müsste ja dann da rein und dann eine höher. Aber ich weiß nicht, war da überhaupt eine in der Höhe? Wir gucken mal erstmal hier. Funktioniert das irgendwie? Nee, wir kommen nur da so irgendwie hoch, aber mehr auch nicht.
Hier auf dieser Höhe, gibt's nur den einen. Und den kann man, das kann man nicht schieben, ne? Das bedeutet, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, das Ding muss wieder zurück und ich muss das andere Teil erstmal bewegen und danach dieses Ding. Wir probieren einfach ein bisschen aus. Zack, zack, zack. Sollte nicht so kompliziert sein. Ups, ui, dass ich da immer auch runterfalle. So, die Steuerung lässt wieder grüßen. Okay, wartet mal. Doch, oder? Doch, doch, noch ein Stück weiter. Ich hoffe immer, dass ich nicht irgendwie in so eine Sackgasse komme, wo ich das Ding nicht mehr rausholen kann. Weil ich habe nicht gesehen, dass man hier irgendwie das neu laden kann oder so. Okay, so. Und jetzt hier wieder rein. War also vorhin ein voll unnötiger Move von meiner Seite. Ja, wie kriege ich den denn hier jetzt raus? Kann ich von der... Ja, von der Seite kann ich es ja nicht rausholen. Das heißt, ich muss ja irgendwie dann... Oh. Also ich kann es nach hinten schieben. Aber ich muss es ja irgendwie rauskriegen, oder? Kriegen wir das wieder zurück? Ich hoffe es. Das macht mich immer so ein bisschen nervös. Ja, doch, doch, es funktioniert. Bis hierhin. Okay. Lass mich kurz überlegen. Kann man das irgendwie von links und rechts? Ah, wir können da drauf. Achso, von hinten müsste es gehen. So. Und jetzt ist die Frage. Wo muss das Ding... Wartet mal. Kann ich das von hinten da rausschieben? Ja, ne? Ja, das funktioniert. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich hier gucken. Aufpassen. Von hinten einmal. Zack. Und jetzt hier einmal durch. Klappt das? Ja, das sieht gut aus. Und das wieder zurück. Komme ich da wieder raus? Also, das Ding, ich habe halt Angst, dass ich was falsch mache und das alles nochmal von vorne machen muss. Warte mal. Ach, jetzt muss ich das Ding dahin machen, ne? Das heißt, weil das Teil kann ja nicht runterfallen, das bedeutet, ich muss das Ding da hinschieben, damit ich den oberen dann drüber schieben kann und dann an die letzte Kiste drankomme. So, so müsste es eigentlich funktionieren. Also ich bin jetzt nicht der ganz große Fan von diesen ganzen Kisten hier, also halt von dieser Art von Rätsel. Aber gut, die denken sich wahrscheinlich auch nur, ja, ist mal eine Abwechslung zum Point und Click. Also praktisch zum Rätseln, mit welchen Gegenständen kommt man hier weiter, ne? Aber okay, na gut. So, ja, ich glaube, ich, warte mal, hier, da, das Ding da drauf und wenn ich das durchschiebe, ja, dann müsste ich da eigentlich durchkommen, würde ich mal sagen. Ich darf jetzt hier keinen Fehler machen. Obwohl, wenn ich das Ding da reinschiebe, kriege ich es ja von hinten wieder raus. Nee, ich mache mir da wahrscheinlich einfach zu viele Gedanken. Aber ich habe einfach keinen Bock, alles nochmal von vorne zu machen. Deswegen muss ich einmal durchkalkulieren. So, das passt. Und dann müsste ich ja die da drüber einfach drüber schieben können, ne? Und dann könnte ich von oben dann zu der letzten Kiste dran. So, ja. Dreimal durchdacht, also müsste es passen. Ja, perfekt. Ah, warte mal, das Ding können wir ja gar nicht runterschmeißen. Das heißt, wir können das nur auf die mittlere Plattform ziehen. Ja, siehst du? Warum habe ich die ganze Zeit gedacht, ich kann es runterschmeißen? So, hierhin. Das bedeutet, diese Kiste, da müssen wir wahrscheinlich, um die weiter zu befördern, hier eine Kiste hinpacken. Aber wie geht es dann weiter? Was machen wir denn dann? Wie kriegen wir die dann drüber? Das, weil das Ding würde ich dahin, dann müsste ich theoretisch die andere, die da drunter, wieder komplett zurückschieben.
wahrscheinlich und dann die Kiste, die hier vorne ist, nochmal drüber. Das heißt, man hat dann alles 10-mal hin und her geschoben, so nach Motto. Ich probiere mal jetzt einfach, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ich kann wenigstens von Glück reden, dass heute mein Gehirn einigermaßen funktioniert. Ja, vielleicht soll ich das nicht zu laut sagen, Mann. Wenn es dann richtig schief läuft. So. Zack, zack, zack. Einmal hier und dann da rein. Dann kann ich schon mal die obere auf die nächste Plattform schieben. Das müsste funktionieren. Ja, ne? Bin ich? Ja. Okay. Warte mal, ich muss hier einmal wieder hoch und das Ding... Das Problem ist, dass hier die nächste Plattform extrem schmal ist. Ich hoffe, ich kriege das da auf die... auf den richtigen Posten rüber. Ich lasse das erstmal hier so stehen. Und so, hier, ne? Da fehlt ja eigentlich nur noch die eine und dann die nächste Plattform ist ja schon die, wo die Brücke ist, wo ich das stabilisieren kann. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich muss dann ja erstmal komplett das Ding. Das kommt danach, oder? Oder kann ich hier schon was machen? Ist da eigentlich was zwischen? Oh, nee, ist nicht. Ich dachte, vielleicht ist da ja eine Plattform, also halt ein Zwischending, aber gibt es nicht. Okay, das bedeutet... kann ich das Ding irgendwie... Nee, ich kann das irgendwie seitlich, kann ich das auch nicht schieben, ne? Warte mal. So. Ich bin jetzt gerade hochkonzentriert. Ich glaube, das sollte doch eigentlich schon ausreichen, ne? Damit wir dann dazwischen ein Teil rausholen. So, das können wir schon mal auch hier in Position bringen. Warte mal. Ja, doch. Aber ich brauche ja eh das Ding zuerst, ne? Das ist so, wenn man halt zwei Dinge gleichzeitig machen will. So, das Ding muss ja nur wieder zurück an seinen originellen Platz. Das sollte ja nicht weiter schwer sein. So. Mal hier rum und zack. Bei all diesen Kisten kriege ich immer irgendwann mal hier auch quadratische Augen, ne? So. Zack. Dann haben wir das hier und dann von hinten einmal so da rein. Weil, da, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, weil man kann nämlich die obere Kiste jetzt, diese hier, einmal da wieder drüber schieben und dann müssen wir die dann halt irgendwie noch reinkriegen, sodass ich die ganz oberste Kiste da drüber schieben kann. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie ziehen kann von der Seite. Geht das? Nicht zu eng? Ja, perfekt, das funktioniert. Kann ich das noch ein rüber? So. Und jetzt muss ich ja nur noch das Teil, das obere, von hier aus, genau. Zack, zack. Und nochmal. Zack. Kann ich noch weiter? Nee, ne? Ich will nur sicher gehen. Geht das jetzt? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Ha, Leute, wir haben es geschafft. Boah, sind wir gut oder sind wir gut? Ich bin voll stolz auf mich. Es hat nicht mal eine halbe Ewigkeit gedauert, wie es sonst der Fall wäre. Wobei ich immer denke... Oh, was ist hier? Ui, wieder irgend so eine Vorrichtung. Was ist das denn? Sieht kompliziert aus. Na gut, wir... bin gerade am Überlegen. Ja, genau. Also wenn ich irgendwo eh stecken bleibe, werde ich wahrscheinlich einfach dann wieder so ein... Über dem Ausgang war ein Blitzsymbol, genau wie das in Paris. Okay.
Ich werde wahrscheinlich das dann so in Schnelldurchlauf euch einmal kurz zeigen, wie ich hier herumirre oder so. Aber bis jetzt lief es ja ganz gut. Was ist das denn? Oha. Noch wahrscheinlich irgendeine Art von Rätsel. Das sieht ja auch kompliziert aus. Ein Felsensims war geborsten. Dadurch war eine der uralten Maschinen auf diese Ebene abgestürzt. Aha. Dahinter war eine Treppe zu sehen. Okay, die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. An der Spitze der Stange war ein großer Kristall mit einer flachen, reflektierenden Seite. Okay. Ich packte den Ring am Fuß der Stange. Jetzt konnte ich den Kristall jeweils um 90 Grad weiterdrehen. Aha. Aber irgendwie kann man dadurch nichts machen, ne? Das Feld war berührungsempfindlich. Oh, ein Touchpad. Touchscreen. Irgendwas leuchtet auf. Aber es bringt mir nichts. Oh Mann. Also ich habe noch keinen blassen Schimmer, was wir hier überhaupt machen sollen. Und diese Dinger, dass man die drehen kann, macht mich nervös. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ich check's halt nicht, was ich damit überhaupt machen sollte. Aber ich glaube, wir gucken erstmal einfach weiter und hoffen, dass wir irgendwo irgendwas entdecken, was uns irgendwie bekannt vorkommt oder wir damit was anfangen können. Hier ist noch so eine Vorrichtung. Hier ist auch so ein Touch. Das Feld war berührungsempfindlich. Touchscreen. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Das kann ja heiter werden. Das Feld zu berühren brachte nichts. Ich muss also im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Ja, genau. Das heißt, ich muss irgendwo noch was finden, wie ich das Ding noch aktiviere. Aber hier sehe ich nichts. Hier ist noch so ein Teil. Das sieht doch mal nach was aus, was man aktivieren muss, oder? Hier sind auch solche Teile. Und auch so ein Touchscreen. Das Gerät war offenbar eine Art Kontrollpult. Ein großer runder Drehregler und eine Schalttafel ragten aus der Oberfläche. Okay. Oh. Was ist das? Erstaunlich. Die Maschine schwebte über dem Boden, als wöge sie nicht mehr als eine Feder. Und was machen wir jetzt damit? Ich kann es drehen und ich kann irgendwie was auslösen. Was ist damit? Ich check nicht ganz, wie das Ding funktioniert. Es wäre schön, wenn man irgendwie so wenigstens einen Hinweis kriegen könnte, was man mit den Sachen hier anstellen soll. Weil ist das alles? Also hier ist ein Riesenraum. Dann haben wir ein großer Kristall wies zur nächsten Kammer. Am anderen Ende saßen vier kleinere Kristalle in zylindrischen Aushöhlungen. Das Maschinenteil ließ sich überhaupt nicht bewegen. Aha. Das riesige Gerät ließ sich nicht bewegen. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Weil hier hat sich jetzt auch nichts getan, ne? Ich habe ja ein bisschen was rumgedrückt, aber hier gibt es keine Veränderung. Ich weiß halt auch nicht, wo man anfangen soll, also von den Rätseln her. Ihr merkt, ich bin ein bisschen lost, ne? Gerade wo ich so angegeben habe, dass ich das Kistenrätsel so toll hinbekommen habe, ey. ja, ich verstehe halt nicht, wenn ich die Dinger drehe, passiert halt nichts. An der Spitze der Stange war ein großer Kristall mit einer flachen, reflektierenden Seite. Ich würde ja verstehen, wenn da irgendwie, weil der sagt reflektierende Seite, dass wenn man irgendwie so einen Lichtstrahl oder sowas hätte, den man irgendwie, ja, zurechtrücken muss,
Aber haben wir ja nicht. Deswegen ist es so ein bisschen verwirrend. Also heißt das wahrscheinlich, dass wir in dem anderen Raum anfangen müssen? Weil hier gibt es wenigstens so eine Blitzaufladestation, was auch immer das ist. Aber ich check halt nicht, wie das funktioniert. Das Feld zu berühren brachte nichts. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Und das Aktivieren findet hier statt? Aber das Problem ist, ihr seht es ja nicht, ne? Wenn ich die Knöpfe drücke, der reagiert halt nicht. Es war viel zu schwer, um es zu bewegen und hatte keine sichtbaren Griffe oder Hebel. Okay. Hier ist auch nichts weiter, ne? Hier ist auch nur so ein Teil und nur eine Paneel. Also eine Schaltfläche. Und das Ding habe ich ja in die Mitte katapultiert. Okay, ich kann es drehen. Und nun? Wow, der Drehregler ließ den mittleren Ring rotieren, was die Richtung des Energiestrahls veränderte. Oh, hat sich jetzt was getan? Der Energiestrahl? Einmal abchecken. Dubios, dubios hier das Ganze. Muss ich hier was drücken? Das Feld zu berühren brachte nichts. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Das Feld war berührungsempfindlich. Im Augenblick war es offenbar nicht aktiviert. Nee. Was denn jetzt? Na gut, wir checken noch mal ganz kurz im anderen Raum.